passiert, trotz Handschuh. Hey, das war jetzt aber auch anstrengend. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für dieses Jahr ist es meine erste Tour. Ich wollte eigentlich im Winter noch ein bisschen machen, aber es war ja kein Schnee. Also nicht der Rede wert. Ich habe ordentlich Material heute mit. Ich will mir ein neues Baumhaus bauen. Etwas größer. Ich habe mir da so einen Bereich ausgesucht. Schon grob mal einmal vorgewählt. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich da was Passendes finde. Und wenn ihr wissen wollt, was alles passiert, dann bleibt dran. Der Rucksack hat auf jeden Fall ein gutes Gewicht. Ich habe auch noch ein bisschen Naschi mit für heute Abend. Ich habe vor, bis morgen Nachmittag, frühen Nachmittag zu bleiben. Es ist jetzt 10.45 Uhr. Ich muss auch Gas geben, dass ich dann nachher was aufgebaut bekomme, dass ich da dann heute Nacht auch schon gleich drauf schlafen kann. So, hier sieht man den Hang. Schon geil. Ja. Mal gucken, ob wir hier ein schönes Plätzchen finden. Holz ist auf jeden Fall genug da. Trockenes, abgestorbenes. Die letzten beiden Sommer, Wärmewellen, Hitzewellen, haben ein Übriges getan. Dennoch die Stürme, die über uns weggerollt sind, die haben dann schon ein paar rausgerobbt. Aber hier wäre auch schon geil, ne? Aber ich muss noch zu laut mit den Autos. Weiter lang. Na gut. Ja, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, was ich mir so ausgesucht habe. Jetzt habe ich aber gerade hier gesehen, geht ein Wildpfad hoch. Noch weiter lang. Schade. Wie gesagt, ich hätte gerne hier unten irgendwo am Hang, dass man entweder hochgucken kann oder vielleicht sogar oben. Aber ob wir oben was Passendes finden, müssen wir mal gucken. Schon mal nicht schlecht. Aber dann keine Bäume mehr zum Baumhaus, gehören Bäume dazu. Was meint ihr? Tja, kann man noch nicht so recht entscheiden. Wenn wir nach oben gucken. Okay. Ein bisschen außer Atem. Und keine frischen Tierspuren. Das ist schon mal sehr schön. Oh. Die 60 Kilo hinten drauf merkt man ganz schön. Guckt mal, der Bereich. Könnten wir so ein bisschen ins Tal reingucken. Ich gehe mal in die Richtung. Hier haben wir mal richtige Aussicht aufs Tal. Guck mal, ein bisschen diesig heute. Wartet mal. Ich glaube, das hier nehme ich. Das ist doch schon. Hier. Da liegt auch ein Baum. Das müsste gehen. Ist nicht zu breit aus, weit auseinander. Ey, die Aussicht ist auch grandios. Schön ins Tal. Geil. Ja, ich würde sagen, hier bleibe ich. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Tja, was ich heute alles mit habe: Bratpfanne, große Säge. Ich habe Hängematten-Setup mit, was ich also gerne benutze. Eine Axt, Messer, ist ja klar, Taschenlampen. Aber im Detail werden wir es nachher sehen. Oder vielleicht morgen früh. Und dann kann ich euch auch wieder berichten, wie schön ich geschlafen habe draußen. Ja. Tja, wichtig, Handschuhe, Finger zu schonen. Und es arbeitet sich doch besser mit heilen Fingern als kaputten. So fangen wir an.
Ich würde sagen, ich baue jetzt mal Stützpfeiler. Tragepfosten und dann wieder los. Ja, die ersten Stämmchen habe ich schon. Ist auch schon der erste. So auf die Höhe soll das machen. Dass man von da oben praktisch sieht man das überhaupt. Ja, es kommt richtig geil hier. Kannst du schön ins Tal reingucken. Da hinten nachher, da geht das praktisch wieder hoch. Das Wetter ist heute wieder fantastisch. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet und heute ist wieder schönster Sonnenschein. Geil. Na, will ich mal weitermachen. Ist jetzt auch schon 11:30. Irgendwann will ich nachher noch Mittag machen. Mal gucken. Tja, Leute, es ist passiert. Trotz Handschuh. Oh, durch den Handschuh, durch den Fingernagel umgeknickst, knackst und es blutet. Jetzt ist mir erstmal schlecht. Ich kann mich kein Blut sehen. Ich muss mir 5 Minuten hinsetzen. Oh, schöne Scheiße. So. Ja, hier sieht man jetzt schon mal das Grundgerüst, wie es werden soll. Einmal frei. Da kommen jetzt die einzelnen Baumstämme von links nach rechts nach raufgelegt. Als Plateau. Und dann funktioniert das schon. Ja, hier habe ich die erste Stütze, sieht man das? Ist ein bisschen dunkel. Da habe ich den ausgekehrt, dass er halt nach dort hat und eben Auflage. Kann er nicht weg. Jetzt kommt hier hinten noch eine unter. Und dann bin ich überlegen, ob ich hier vorne nachher auch noch einen untersetze. Weil ich würde gern bis ganz vorne ran. Das jetzt hier, wenn man jetzt guckt, ist das gerade. Also ich kann praktisch von dort an dann so gerade weg nach hinten liegen. Komplett von lang. Dann kann ich da oben nachher vorne oben drauf stehen. Das Hammer. Geil. Und dann geht das hier bestimmt 15 Meter runter. Ja, genial. Dann habe ich schöne Aussicht aufs Tal. Geil. Ist auch nur geil. Ich liebe diese Aussicht. Tja, ich habe zum Glück noch eine Dose gekriegt, denn zurzeit ist ja dieses Coronavirus und irgendwie kaufen die alle zurzeit Dosen. Ich habe zum Glück noch eine gekriegt. Ich will sie ja gleich essen. Jetzt gibt es erstmal schön lecker Happy Happy. Denn wenn man Hunger hat, hat man Hunger. Guten Appetit. Ist jetzt auch schon 10:30. Ich denke mal, ich liege gut im Rennen. Grundgerüst steht da schon. Jeder einzelne Schlag mit der Axt. Brumm, brumm, boah. Leute, ich sag euch. Aber nützt nichts. Wir wollen ja fertig werden. Ich freue mich schon auf die Nacht hier. Ich hoffe, dass die Autos heute Nacht nicht so doll fahren. Ist ja von Sonntag zu Sonntag ist meistens ein bisschen ruhiger. Schauen wir mal, das wird schon. Sucht der hin, bis nachher. Ah, so, es ist 10:50. Ja, kann ich mehr. So langsam komme ich schon ans Limit. Aber Leute, das sieht schon fett aus. Das ist fett, Alter. So, ich habe hier noch schon wieder ein bisschen was liegen. Und das, was jetzt hier alles schon liegt, das ist nicht umsonst, sondern da schneide ich mir nachher die Wände von raus. Ich möchte, das werde ich jetzt zwar heute nicht mehr schaffen, ich möchte die Wände, dass die so laufen. Nicht mehr so längs, wie beim anderen Baumhaus, sondern von oben nach unten. Ich habe da schon so eine Idee, es könnte klappen. Das werde ich dann sehen, wenn ich dann daran gehe. Ja,
Und nichtsdestotrotz, ich kann einfach nicht mehr, Leute. Boah, schlaucht. Ich glaube, ich werde schon mal ein Bierchen aufmachen. Ja. Das habe ich mir schon verdient, oder? Sieht man mich überhaupt? Ah, jetzt. Ja. Yeah. Boah, ist das eine geile Landschaft. Geil, Alter. Cool. Und so werde ich morgen früh aufwachen. Mit dem Blick. Allerdings soll es morgen wieder regnen. Jo, ist halt so, ne? Ein Tarp drüber, passt das schon. Ich habe ordentlich was geschafft. Meine Leiter steht schon. Ja. Geil. Und das Plateau ist auch schon fast fertig. Ein Meter ist es noch. Mehr ist es nicht. So. Oh ja. Geil. Und jetzt kann man mal so richtig die Aussicht von hier oben genießen. Geil. Jetzt noch den Sonnenuntergang. Einfach Hammer. Genau, das ist das, was ich liebe. Cool. Mächtig weit runter. Jetzt kommt auf der Kamera gar nicht so schön zur Geltung. Ja. In Natura ist das viel cooler. Ja, fertig. Hey, das war jetzt aber auch anstrengend. Jetzt mir geht's an die Hände. Na geil, passt auf, so sieht's aus. Schön. So, jetzt werde ich Hängematte aufbauen und dann werde ich mir ein kleines Feuer machen und Bratkartoffeln machen. Mmh, lecker, lecker. Ja, Feuer brennt. Mein kleiner Naschi gibt es jetzt auch. Kentucky Whisky. Kentucky Rauputzer. Da oben habe ich meinen. Das sieht man jetzt gar nicht, ja? Ja, und so. So sieht man es besser, genau. Aufgebaut. Ja, und wir haben heute Vollmond. Fast. Fast. Morgen ist Vollmond. Ja. Jetzt geht's los. Ein bisschen Öl. Mit dem Öl nicht sparsam sein. Oh, mein Bauch knurrt schon. Ah, scheiße, Asche. Asche macht schön. So. Das wird schmecken. Unser Geschmack. Prost. Ja, und nochmal nix. Yes. Da würde ich sagen, das sieht gut aus. Das werde ich mir jetzt richtig schön schmecken lassen. Freue ich mich schon drauf. Ich habe schon ein bisschen genascht. Man sieht das wahrscheinlich, dass die Pfanne ein bisschen kleiner geworden ist. Oder dass der Inhalt in der Pfanne kleiner geworden ist. Nützt ja nichts. So. Happy, happy. Tja. Werde ich mir jetzt mal schön die Bratkartoffeln gönnen. Oh Leute, lecker. Nach der getanen Arbeit, oh, habe ich einen Kohldampf. Ich hatte mir eigentlich noch einen Salat organisiert, aber leider habe ich den zu Hause vergessen. Naja, schmeckt trotzdem gut. Restlos aufgegessen. Oh, geil. Jetzt habe ich aber leider bloß ein Problem.
denn ich hatte vorhin so einen Zwischenhunger. Und da habe ich meine Mahlzeit für morgen wieder halt schon aufgegessen. Tja, ich wollte eigentlich bis morgen Nachmittag bleiben, aber wenn ich keinen Mittag habe, überlege ich mir noch. Gucken, wie das Wetter wird und dann spontan entscheiden, ob so oder so. Ich werde mir jetzt noch einen kleinen gönnen, eine Stunde noch am Feuer sitzen, denke ich mal, bis um 9, halb 10. Und dann werde ich ab ins Bett gehen. Denn ich denke mal, morgen früh werde ich rechtzeitig geweckt von den Autos. So denn, bis morgen früh. Guten Morgen. Boah, habe ich schön geschlafen. Das war über Nacht so bei 1 Grad. Also recht frisch. Aber erstmal wieder mein Setup, mein Schlafsetup wieder Bombe. Richtig schön mollig warm. Nur die Nasenspitze, die hat gefroren. Erstmal brauche ich Frühstück, glaube ich. Ein Käffchen. Viel von meinem Frühstück ist auch nicht mehr da. Ich habe gestern noch mal Hunger gekriegt und habe das angefangen aufzuessen. Na gut. Bis nachher. Tja, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Leckeren Kaffee. Bisschen Brot. Bisschen Frühstücksfleisch habe ich mir ja noch übergelassen von gestern. Ja, jetzt muss ich bloß mal gucken hier. Heißer Kaffee. Meine Handschuhe war. Sieht schon gut aus. Oh ja. Uiuiui. Es gibt nichts wie Waldkaffee am Morgen. Ach je. Tja, viel habe ich mir nicht übergelassen. Von meinem Frühstücksfleisch. Was ich nicht berechnet habe, dass wenn man so viel baut, dass man auch viel Hunger hat. Jetzt habe ich nämlich mal Mittag, was ich vor heute hatte, gestern schon aufgegessen. Weiß ich nicht. Ob ich so lange bleibe, bis ich Hunger habe und dann nach Hause. Was ich jetzt gerne essen würde, wäre jetzt ein schöner, warmer Haferbrei. Ja. Mehr Lust drauf. Ein Tee. Das waren von gestern zu heute 4,5 Liter Wasser. Ja, so habe ich geschlafen über Nacht. Traumhaft, morgen hier mit Vogelgezwitscher aufzuwachen und dann diese grandiose Sicht übers Tal. Einfach geil. Tja Leute, wie das so ist. Ich bin ein bisschen im Spazieren gewesen und habe so eine alte Wurzel entdeckt. Ich denke, ach guck mal, und seht mal, was da drin ist. Kienspan. Boah, ist schon geil. Seht ihr das? Wahnsinn, ne? Oh, das riecht herrlich. Ja, so, ich habe doch zusammengepackt. Ich habe heute keine Lust mehr. Muskelkater. Jetzt halt beim nächsten Mal weiter gebaut. Jetzt sind noch gerade zwei vorbeigekommen, mich besucht. Und die nehme ich jetzt auch gleich mit nach Hause. Also bestens. So Leute, damit hin, bis zum nächsten Mal.